Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play FIFA Welt. Diesmal das erste Video in der neuen Saison und ich habe mir überlegt, am Anfang der Saison, der neuen Saison, wo es ja aufgewertete Spieler gibt, wo es eine komplette neue Liga gibt mit der türkischen Liga, da gibt es natürlich einige Spieler, wenn man die jetzt zieht, diese Spieler, dann sind die noch nicht so oft gezogen worden und dann kann man die noch teurer verkaufen. Deswegen ist jetzt natürlich ein Pack-Opening sehr, sehr wichtig. Version 8.0 statt der neuen Saison. Ja, lesen wir jetzt nicht alles durch. Dann fangen wir einfach mal an. Anstoß. Transfers. Und ja, ich habe nämlich, wie man sieht, nicht mehr 100.000 Münzen, was daran liegt, dass ich in der alten Saison schnell noch ein paar Spieler gekauft habe, wo ich mir dachte, die könntest du vielleicht brauchen. Zum Beispiel ist mein Plan, Obacht, Ankündigung, ich werde definitiv mir ein Team bauen aus der türkischen Liga. Die haben auf jeder Position Goldspieler, was hier erstmal ausreicht. Die haben zwar nicht auf jeder Position überragende Spieler, aber ich denke, das könnte ganz lustig werden mit so einem Team aus der türkischen Liga. Plus, wenn da mal eine Inform rauskommt, eine interessante, dann kann man die sich auch eher mal kaufen, weil die nicht so teuer sein wird. Von daher, türkische Liga werde ich mir irgendwann zusammenbauen, aber nicht heute. Da will ich eigentlich noch ein bisschen warten, bis die Spieler aus der türkischen Liga öfter auf dem Transfermarkt sind und nicht mehr ganz so teuer. Jetzt gehen wir aber erstmal in den Shop und nicht in den Transfermarkt, fällt mir gerade ein. Und da kaufen wir uns mal ein paar Packs. Seltene Goldsets. Einzigartige Goldobjekte in einem Set vereint. 12 gemischte Objekte, Spieler- und Verbrauchsobjekte, mindestens 10 Gold. Alles selten. Für 500 Münzen. Oder wir nehmen normale Packs für 150. Da haben wir aber auch halt nicht 10 seltene drin. Beziehungsweise 12 seltene. Ja, ich würde sagen, wir nehmen auf jeden Fall wieder nur 3 normale. 3 normale nehmen wir erstmal. 1. Come on, baby. Info Messi. Info Messi will ich haben. Ich will Info Messi haben. Okay. Wir haben Smalling. Aha. Naja, immerhin nicht der langsamste Innenverteidiger, aber brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Den packen wir auf die Transferliste. Und den auch. Und den auch. Ich glaube, den Rest können wir alles... Nee, das 3-4-3 brauche ich auch nicht. Und den Rest können wir alle in den Verein packen, oder? Jo. So. Dann Nummer 2. Come on, baby. Let it rain, baby. Gebt mir bitte Inform Messi. Oder Inform Tevez. Tevez ist auch Inform im Team der Woche drin. Okay, ein schlechter Markovic mit 90 Tempo. Den können wir bestimmt gut verkaufen. Oh, wir haben direkt einen aus der türkischen Liga, und zwar Töre. Der hat, glaube ich, mal beim Hamburger Sportverein gespielt. Aber den werden wir auch verkaufen, den brauchen wir nicht. So, dann die Fitness kann man mal ganz gut verkaufen. Die Mannschaftsfitness. Dann haben wir hier noch 4-5-1. Brauchen wir auch nicht. Dann packen wir den Rest in den Verein. Jetzt kommt Nummer 3. Da fällt mir gerade ein, ich kann euch auch mal das Team der Woche zeigen. Moment, das mache ich mal. Bevor wir weiterziehen. Ja, sind ein paar ganz coole Spieler dabei. Also Inform, Tevez, Messi und Dzeko. Die würde man bestimmt ziemlich teuer verkaufen können. Also gar nicht mal so schlecht. Die anderen Spieler sind eher so, naja, sage ich mal. Weil selbst hier Linksverteidiger Aogo ist einfach ziemlich langsam, ne? Einfach ziemlich langsam für einen Außenverteidiger mit 78 Tempo und 78 Defense, okay. Also lohnt jetzt auch nicht so wirklich. Und generell, die anderen Spieler sind jetzt auch aus eher schwachen Ligen. US-amerikanische Liga, dann hier niederländische Liga, dann hier russische Liga. Das sind einfach alles Ligen, wo man nicht so viel Geld bekommt. Deswegen, also die drei Spieler wären schon optimal. Wenn ich da einen von denen hätte... Hätte ich erstmal ausgesorgt, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich entsprechend gering. Ziehen wir mal unser drittes Goldset. Okay, Mikel haben wir als ZDM, aber jetzt auch nicht wirklich so überragender Spieler. Also bisher haben wir eher Schmand, wenn wir mal ehrlich sind, was die Spieler angeht.
Aber wie gesagt, dadurch, dass ich ja die FIFA Points kostenlos bekommen habe, ist das natürlich alles ein Plus für mich, weil ich das ja alles verkaufen kann und da ein paar Coins mitnehmen kann. Alle im Verein speichern. Was? Okay, das müssen wir auf jeden Fall schnell verkaufen. Und sag bloß, wir haben schon wieder keinen Platz mehr für Verträge. Das gibt's doch nicht. Moment, da müssen wir jetzt mal kurz in den Verein rein. Und müssen die Verbrauchsobjekte. Mannschaft? Nee, hä? Wie komme ich denn in die Vereinsobjekte rein? Nicht zurückkehren. Mein Verein, Mannschaftsmanager, Bestenliste, Verein anpassen. Quatsch, ich muss bei Inventar rein. Ich bin zu dumm, ey. Inventar. Vereinsobjekte, Verbrauchsobjekte. So, meine Freunde. Stürmer, Mittelstürmer. Naja, können wir behalten. Das Ding brauchen wir auf jeden Fall nicht. Das kann man auch nicht wirklich gut verkaufen, deswegen Schnellverkauf. Dann Vertragsmanager brauchen wir eigentlich auch nicht, weil wir ja gar keinen Manager haben. Können wir also auch auf die Transferliste setzen. Alle Verletzungen können wir behalten, hohe Moral, egal. Dann haben wir wieder ein paar Trainings, ein paar Fitnesskarten. Okay. Haben wir ein paar Heilungskarten, Moralkarten, viele Vertragskarten. Oh, wir haben ziemlich viele Vertragskarten. Das ist natürlich ziemlich cool. Ja, das brauchen wir auch alles nicht. Hallo? Ich glaube, die können wir auch schnell verkaufen. Die kauft eh niemand, oder? Denke ich. Ja. So. War es das dann schon, oder was? Okay, dann würde ich sagen, gehen wir noch mal kurz in den Verein rein und geben den Spielern Trainingskarten, damit wir die Karten ebenfalls loswerden. Gehen wir einfach mal den Mandzukic hier. Was haben wir denn da so? Was hat er für eine Moral? Ach, schlechte Moral. Da können wir ihm auch direkt mal eine Moralkarte geben. Na, wo ist denn das Training? Ah, hier, Training. Und zwar passen. Hä, hatten wir nicht mehr Trainingskarten? Hätte schwören können, wir hätten mehr Trainingskarten gehabt. Das haben wir meinem Zugic passen gegeben, was auch ziemlich dumm ist, aber egal. Vielleicht haben wir ja noch Trainingskarten für einen Torwart. Ja, da haben wir zwei. Okay, dann geben wir ihm noch Ballsicherheit. Und Handanovic geben wir einfach die andere Trainingskarte. Dann sind wir die nämlich los. Und dann verstopfen die wenigstens nicht mehr unseren Verbrauchsstapelabstoß. So. Gut. Dann können wir die jetzt reinnehmen. Und gleich kommt, meine Freunde, das große Pack zum Abschluss. Eieieiei. Seid schon mal gespannt. Komm, Baby, in Form, let it rain. Come on. One time, please. Komm schon, Baby. One time, please. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Come on. Los, Baby. Gib's mir. Gib's mir. Gib's mir. Oh, ein kostenloses Goldset. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Gratis-Set einlösen. Aber was die Spieler angeht, na ja. Also wir bekommen schon ein paar Münzen dafür, aber jetzt so richtig geile Leute sind nicht dabei. Aber vielleicht in unserem Gratis-Set. Vielleicht sind ja in unserem Gratis-Set noch ein paar coole Spieler dabei. So. Die Fitnesskarte kann man auch immer ganz gut verkaufen. Dann die Managerverträge braucht man natürlich auch nicht. ZM zu ZDM. Könnte man vielleicht sogar irgendwann gebrauchen. Behalte ich mal. Polen, Reflexe.
Und dann machen wir mal noch, das komm jetzt, in dem kostenlosen Zelt muss jetzt einfach was Geiles drin sein. Come on, Baby, one time, please. Ich meine, ist halt auch nur eines selten, aber es ist nur ein kleines Goldset. Aber egal, komm schon, Baby, komm, komm, Messi, in Form, in Form. Naja, wenigstens ein seltener Vertrag. Jetzt bekommen wir wieder gar nicht alle auf die Transferliste, glaube ich. Hallo? Okay. So, schauen wir mal. Den Rest können wir eigentlich alles in Verein nehmen, außer diese scheiß Verträge für die Manager. Die brauche ich eigentlich nicht. Moment, ich schau mal kurz auf den Transfermarkt, weil ich glaube, also auf meine Transferliste, weil ich glaube, da müssten sogar noch welche verkauft sein, die wir rausnehmen können. Nein, verflucht, keiner von den Spielern wurde verkauft. Ich habe noch nicht mal geschafft, von meinem letzten Pack-Opening alle zu verkaufen. Toll. Aber das macht nicht. Ich habe nämlich hier eine Mannschaft, die habe ich genannt. Moment. Transfer. Und die nehme ich einfach zum Auslagern. Da packe ich immer alle Spiele rein, die mir gerade Platz wegnehmen und die ich nicht brauche. Das heißt, wie viel Platz brauche ich jetzt? Ich brauche, glaube ich, 3 Plätze. 1, 2, 3. So, jetzt habe ich mich einfach den Luxus, dass ich die jetzt hier in der Mannschaft direkt drin habe und nicht im Verein. Das heißt, wenn ich die dann irgendwann verkaufen will, dann brauche ich nur in die Mannschaft hier reingehen, in meine Transfermannschaft, und kann die dann auf die Transferliste setzen. Das geht einfach schneller, als wenn ich jedes Mal im Verein raussuchen muss. Okay. Auf Transferliste. Die können wir direkt schnell verkaufen. Der Rest kann in den Verein. So. Gut, das war's dann mit dem Pack-Opening. Dieses Mal hatten wir leider nicht so viel Glück wie das letzte Mal. Für alle, die jetzt keinen Bock mehr haben, mir zuzuschauen, wie ich die Spieler verkaufe, die können jetzt gehen. Und trotzdem danke, dass ihr bis hierhin angeschaut habt. Und diejenigen, die es interessiert, wie ich die Spieler noch verkaufe, die können jetzt logischerweise weiterhin zugucken. Da werde ich jetzt noch ein paar Minuten Spieler verkaufen, wobei wir haben jetzt gar nicht mehr so viele interessante Spieler. Draxler ist eigentlich auch nur zum Auslagern hier, den können wir eigentlich auch in diese Mannschaft rein, aber wobei, das lassen wir einfach so. Ja, Elia, was wird Elia wohl wert sein? Elia wird nicht so viel wert sein. Ich würde eigentlich am liebsten erstmal die wertvollen Spieler auf die Vereinsliste setzen. Smalling ist, denke ich, ein bisschen was wert, wobei im 5-2-1-2 ist auch nicht viel wert, aber ich glaube, ich habe gar keine wirklich wertvollen Spieler mehr. Rechtes Mittelfeld, 3-4-1-2, das sind ja auch alle nichts wert, also das sind ja alle solche schlechten Aufstellungen noch. Wir könnten ja mal gucken, was die Fitnesskarte so wert ist, weil die bringt meistens über 1000 Münzen. Transfermarkt. Ne, Entwicklung nicht, ist glaube ich Training. Typ Spieler, Torwart, Position, Aufstellung. Doch Entwicklung oder was? Verträge, Heilung. Hä, wo ist denn Fitness? Spieler, Mitarbeiter, Trikots und Wappen, Training, Entwicklung, Stadion, Ball. Das kann ja nur bei einem von den beiden sein. Spieler, Torwart, Position, Aufstellung, Manager. Wo sind denn Fitnesskarten? Entwicklung, Verträge, Training, Heilung. Bei Heilung mit dabei? Nee. Hä, Fitness war doch einzeln. Bin ich gerade blind? Verträge, Training, Heilung. Training ist logischerweise was anderes. Nee, hier ist Fitness mit drinne. Bei Training. Aha. Okay. Hier wurde 2900 eingegeben, darauf wurde nicht geboten, also müssen wir weniger als 2900 anbieten. 2,7, 2,3 geht auch nicht weg. Gebot abgegeben, 850. Wir schauen einfach mal, wir warten mal die 43 Sekunden und schauen einfach mal, für wie viel die Fitnesskarte weggeht. Momentan steht sie bei 800. Mal schauen, wie hoch die jetzt noch geht. Daran können wir uns dann orientieren. Das ist halt immer so blöd bei diesen Karten, da kann man halt nur relativ
schwer herausfinden, was momentan so das Maximum ist, was man bekommen kann. Also ich mache es dann eigentlich immer so, dass ich hier mir so eine Trainingskarte nehme, die gerade ausläuft und eben einfach schaue, für wie viel die weggeht. Und daran orientiere ich mich dann. Geht die wirklich nur für 800 weg? Sonst liegen die doch immer bei 1000 bis 1500. Krass. Geht echt für 800 weg, okay. Boah, das ist aber jetzt unangenehm. Ich hätte echt gedacht, wir bekommen dafür mehr. Naja, dann mache ich so, dass ich die einfach für 1000 reinstelle, also 1000 sofort kaufe. Davon haben wir ja auch zwei, glaube ich. So, 800 und 1000. Bei solchen Verbrauchsobjektkarten, da stelle ich auch immer nur eine Stunde ein, weil die werden sowieso so oft verkauft, da lohnt es sich nicht, die jetzt für einen Tag oder sowas reinzustellen. So, dann haben wir noch hier die nächste. 800 und 1000. Haben wir noch irgendwo? Fällt gerade ein, wir haben zweimal Elia. Das eine ist aus der neuen Saison und das andere ist aus der alten Saison. Ach nee, Quatsch, das ist ja Brödel, nicht Elia. Ah, schade. Okay, dann können wir ja mal diese Manager-Vertragskarte verkaufen. Da haben wir auch zwei Stück mindestens. Das ist auch nicht so geil zu suchen, logischerweise. Na, das ist sogar hier dabei, oder? Ja, Verträge. Pam, pam, pam. Natürlich nur Goldverträge. So, mal gucken. Manager 1,9 ist natürlich viel zu viel. Na, ich glaube, das letzte Mal nach dem letzten Pack-Opening habe ich die für 500 verkauft oder so. 1500, was ist denn hier los? Haben die überhaupt irgendeine Vorstellung, für was die weggehen? 2000, das war alles viel zu hoch. Okay, 900 Sofortkaufpreis scheint zu hoch zu sein. Krass. Na? Bietet wohl keiner mehr seltene Managerverträge an, oder was? Ach, hier ist noch einer. 950. Ich glaube, ich werde meine einfach mal für 600 reinstellen, Sofortkauf. Das sollte reichen. Was? Die sind beide verkauft worden? So schnell? Das heißt, unser Preis war wahrscheinlich zu klein. Aber warum denn? Da ist gerade eine für 800 weggegangen. Naja, egal. Also werden wir jetzt einfach mal die seltenen Managerkarten verkaufen für... was hatte ich gesagt? 600? Hoffe mal, dass das nicht auch wieder zu wenig ist. Aber wenn ich da jetzt, sage ich mal, 200, 300 Coins zu wenig verlange, weil ich nicht weiß, für was die maximal weggehen, ist mir das eigentlich auch egal. Wie gesagt, ich mache ja keinen richtigen Verlust damit, aufgrund der Tatsache, dass ich ja das aus kostenlosen Packs im Endeffekt bekommen habe. Vielleicht freut sich ja irgendjemand über die Schnäppchen, das macht ja nichts. Okay, wenn wir die seltene für 600 verkauft haben, dann werden wir die hier wahrscheinlich für 300 losbekommen. Gebe ich mal 300 ein als... Ach, was ist denn hier los? Gebe ich mal 300 ein als Sofortkauf. So. Hoffen wir mal, dass die dann auch weggehen. Gut, Draxler habe ich jetzt nicht, also Draxler will ich erstmal nicht verkaufen. Den habe ich jetzt bloß hier, weil ich Kagawa mir geholt habe. Und ich ihn, den kann ich eigentlich auch zur aktiven Mannschaft reintun, ja. Ich mir noch aufheben möchte. So. Gut, Elia, schlechte Aufstellung, geht eh für nicht wirklich viel weg. Ich stell den mal rein für 700, 800, da guck ich jetzt gar nicht erst groß nach, was der wert ist, weil da ist eh nicht viel wert. 700, 800. Da können wir einen Tag nehmen. So, gibt's noch mehr von diesen billigen, seltenen Goldspielern? 700, 800. Abdennur, ja, den stell ich auch mal rein für 700, 800. So. Dann Smalling. Smalling könnte ein bisschen mehr wert sein, weil er relativ schnell ist für den Innenverteidiger. Und als 76er Innenverteidiger 80 Defense ist halt auch nicht schlecht. Nur die Aufstellung macht mir ein paar Sorgen. Dann Markovic. Der ist auch ziemlich schnell. Da könnte auch was wert sein. Deswegen stellen wir den auch nicht direkt rein. Mikel. 78er. Ziemlich langsam. 700, 800. Ja.
Ich denke, das passt. So, Arbeloa wird auf jeden Fall mehr wert sein, gehe ich mal von aus. Brödel wird wahrscheinlich nicht mal 800 wert sein. Wie viel können wir den sofort verkaufen? Moment, Schnellverkauf für 600. Dann stellen wir den mal rein für 650, 700. Mehr kriegen wir für den auf jeden Fall nicht. Dann Markovic hatten wir gerade. Was ist das? Lamela, rechtes Mittelfeld. Schlechte schlechte Formation. Auch nicht der allerschnellste. Ja, ich glaube, den stellen wir auch mal rein für 600, für 700, 800. Ich denke auch nicht, dass der dafür großartig mehr weggeht. So, jetzt haben wir erstmal die goldenen alle versorgt. Außer die zwei, ne, die drei schnelleren. Oh, okay, also die Verträge sind auch ziemlich schnell weggegangen und Elias ebenfalls ziemlich schnell weg. Aber wie gesagt, wenn ich da jetzt 2, 3, 400 Coins zu wenig bekomme für die Karten, ist mir das jetzt auch nicht so, also ist jetzt nicht so schlimm. Ich habe einfach nicht die Zeit, jetzt bei jeder Karte auszutesten, was da das Maximum ist. Ansonsten könnte man es halt so anfangen, dass man jetzt halt sagt, okay, wenn ich nicht weiß, was Elia wert ist, dann stelle ich einfach für 2000 rein. Wenn er für 2000 nicht weggeht, dann für 1,8, dann für 1,5. So kann man sich quasi nach unten tasten, wenn man nicht genau weiß, wie viel der weggeht. Aber das ist es mir jetzt erstmal nicht wert. Aber Smalling suchen wir jetzt auf jeden Fall, weil ich denke, der wird ein bisschen mehr wert sein. Könnt ihr mir zumindest vorstellen. Chris Smalling. Machen wir mal Maximum 2000. Also mehr als 2000 Dollar ja eigentlich nicht. Achso, wir müssen vielleicht mal noch... Moment. Wir müssen natürlich noch die Formation einstellen. Verkaufte Objekte können wir erstmal entfernen. So, Smalling 5-2-1-2. Das ist halt... Selbst bei den Fünferketten ist das eine Aufstellung, die niemand spielt. 5-2-1-2. Die spielen eigentlich alle 5-3-2 oder so. Oder 5-2-2-1. Aber 5-2-1-2, die spielt echt gar niemand. 1000. 1004. Okay, dann stellen wir ihn rein für 900. Also doch gar nicht mal so viel, wert, wie ich gehofft habe. Aber das ist halt auch einfach die Formation, die ist so schlecht. Die ist so dermaßen schlecht. So, jetzt können wir eigentlich auch die... kleinen, nicht seltenen können wir eigentlich auch billig verkaufen. Jetzt zum Beispiel die russische Liga spielt eh keiner. Den verkaufen wir jetzt einfach mal für 350, 400. Und hoffen, dass er weggeht. Unser Timoschuk, ehemaliger Bayer. Also Bayern München, also ein Bayer ist er nicht. Ihr wisst, wie ich es meine. Dann Markel Bergara wird auch nicht für so viel weggehen. Ich stelle mal rein für 350, 450, weil er ein 77er ist. Silbertorwart 70er wird halt auch für nix weggehen, deswegen machen wir mal 150, 200, mehr kann man für einen Silbertorwart eigentlich nicht verlangen. In den meisten Fällen. Töre, den könnte man mal nachschauen, weil die türkische Liga ist ja noch nicht so lange dabei, also erst seit der neuesten Saison, das heißt, die Spieler wurden noch nicht so aufgezogen, die könnten noch ein bisschen mehr wert sein. Deswegen schauen wir direkt mal nach, was Töre im 3-4-2-1 wert ist. Töre. Ich kann nicht Ö eingeben oder was? Ah, der erkennt es Ö nicht. Wie blöd. Wie soll ich jetzt Töre eingeben? Ah, cool. Ich kann ein O nehmen statt ein Ö. Das ist ja geil. Ich kann kein Ö eingeben. Aber wenn ich die Name auswähle, steht ein Ö da. Wie sinnvoll. Was hatte ich gesagt? 3, 4, 2, 1, ne? Was? Den gibt's noch gar nicht im 3, 4, 2, 1? Und insgesamt gibt's ihn gerade zweimal, das ist ja geil. Okay, dann geben... Ja, dann verlangen wir einfach mal... Wollen wir mal dreist sein? Und 5000 Sofortkauf verlangen? Aber das habe ich gemeint, ne? Wenn es den Töre noch nicht mal gibt, braucht man jetzt noch nicht anfangen, irgendwie eine türkische Liga sich aufzubauen, weil die Spieler noch nicht oft genug gezogen wurden und einfach dementsprechend entweder gar nicht vorhanden sind auf dem Transfermarkt oder... eben viel zu teuer, also ich stelle jetzt echt mal für 5000 rein. Wie gesagt, das letzte Mal habe ich doch diesen Mamet Juf so extrem teuer reingestellt und der ging weg. Ich glaube für 7000 oder so. Mittlerweile geht er sogar für noch mehr weg. So, dann Mulumbo wird, denke ich, auch nur 350, 400 weggehen. So. Den haben wir dann noch. Joel Zuel, ja, das ist ja sogar...
niederländische Liga, der wird auch nicht mehr bringen als 400, wenn ich Glück habe. Wahrscheinlich bekomme ich nicht mal so viel für den. Abeloa, der ist sehr langsam als Innenverteidiger, schlechte Aufstellung. Carvalho, also der werde ich auch mal 350, 450 angeben. So, wen haben wir dann hier? Iličić, 76er Mittelstürmer. Gute Aufstellung auf jeden Fall. Ja, nehmen wir mal 450 maximal. Dann haben wir noch Pizzi, ZOM, 451. Portugiesische Liga. Die wird, denke ich, auch nicht so oft gespielt. Dann nehme ich auch, das wird auch so passen. So. 4-5-1 Aufstellung. Was könnten die weggehen? Ich denke, die 3-4-1-2 wird echt für nicht viel weggehen. Dann nehme ich mal 250, 300, da reicht auch wieder eine Stunde. Und für 4-5-1, die wird auch nicht viel kosten. Ich meine, wenn meine Aufstellung teilweise für 500 weggeht und meine ist besser, dann verlangen wir für die einfach mal 400. Also wie gesagt, mit den Karten kann man eh nicht so viel Geld machen. Was haben wir hier noch? 3-4-3, wird schon etwas öfters gespielt, aber dann nehme ich auch mal 400, komm. So, jetzt schauen wir mal noch nach, für was Markovic weggeht. 3-4-1-2. War das richtig jetzt? Markovic. 3-4-1-2 oder 3-4, na, ist egal, komm. 3-4-1-2. 9000, okay. Und in der anderen, 3-4-2-1. Gibt's gar kein Ergebnis. Aha. Was ist da los? Ach, Töre ist weggegangen für 5000. What? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Den hätte ich wahrscheinlich sogar für 10.000 reinstellen müssen. Scheiße, Mann. Aber das ist halt... Wer ist denn wieder schon wieder so dumm und kauft sich den Insta für 5.000? 3-4-2-1 Aufstellung, 78er rechtes Mittelfeld. Der Typ steht in einer Woche wahrscheinlich 100 Mal drin für 1.000 oder so. Wenn überhaupt. Ah, fuck. Also ich hätte nicht gedacht, dass es Leute gibt, die so notgeil sind auf die türkische Liga, dass sie echt 5.000 für Töre ausgeben. Scheiße, Mann. Hätte ich echt, vielleicht hätte ich sogar 15 oder 20.000 verlangen können. Ich meine, ich freue mich trotzdem mit die 5.000 Coins, aber ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Hätte ich echt mehr verlangen können. So, 3-4-1-2. Ja, den gab's ja auch fast gar nicht. Also, soll ich den jetzt auch für 5.000 reinstellen? Aber den, es gibt doch in der englischen Liga so viele, die ein geileren rechtes Mittelfeld haben. Ach, ich stelle ihn jetzt für 2.000 rein. Das sollte reichen. Wenn er jetzt sofort, also wenn der Typ jetzt wieder sofort verkauft wird, rege ich mich mal drüber auf, aber egal. Und dann schauen wir noch Abeloa nach und das reicht dann auch. Oh, was hat der für eine Aufstellung? Ach, Mann. Irgendeine Aufstellung, irgendeine Formation wurde verkauft, aber das darf gerne schnell gehen. Oh nein, hat er sich aufgehangen? Oh nein, oh nein! Ich glaube, er hat sich aufgehangen. Ich kann nichts mehr drücken. Fuck. Ja, ja, er lädt jetzt nur noch. Ich kann nichts mehr drücken. Wir hatten ja sowieso nur noch Abeloa, den wir noch nicht reingestellt hatten. Und zwei, drei Spieler, die wir in unserer Transfermannschaft drin haben. Deswegen egal. Beim nächsten Mal gibt's dann logischerweise wieder ein, ja, Spiel. Da werden wir versuchen, zweimal zu zocken. Also zwei Spiele zu machen. Und die FIFA-Welt... Aufnahmen werden jetzt wieder alle zwei Tage kommen, was einfach daran liegt, dass ich momentan 1 Million andere Let's Plays habe. Das heißt, es fängt jetzt auch bald noch mindestens ein weiteres Let's Play an. Ich habe jetzt schon Risen 3, Witcher 2, Mittelerde Modus Schatten. Dann fängt auf jeden Fall noch als nächstes Alien Isolation, oder wie das hieß, an. Dann spiele ich vielleicht noch Rom, Son of War oder sowas. Also, da kommen auch 1000 neue Spiele dazu diesen Monat, deswegen FIFA Welt momentan als Endlosspiel erstmal nur alle zwei Tage. Das kann sich irgendwann wieder ändern. Das nächste Pack-Opening gibt's dann vielleicht in einer Woche. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben und freut euch schon mal auf die neue Saison und irgendwann dann auch mit einem türkischen Team. Tschö, tschö, bye bye, euer Paxis. Bis
Morgen in einem anderen Let's Play oder übermorgen bei FIFA Welt.